Hi zusammen, dankeschön, dass ihr reinschaut oder auch wieder reinschaut. Ich freue mich darauf, mit euch kreativ zu werden. Also holt gerne selber eure Skizzenbücher, Pinsel, Stifte und so weiter heraus, je nachdem, womit ihr gerne sketchen möchtet. Und sketcht natürlich gerne mit. Heute zeichne ich wieder mit Buntstiften. Daran habe ich nämlich mittlerweile auch sehr viel Gefallen gefunden. Vor allem, weil die Seiten dann halt auch so schön bunt zum Schluss sind. Und meine Polychromos, die ich sonst nicht für meine anderen Bilder verwende, weil die einfach zu bunt dafür sind, haben nun einen Nutzen gefunden und liegen nicht einfach unbenutzt irgendwie in der Schublade rum und liegen da vor sich hin, ohne benutzt zu werden, sondern ich kann sie so einfach aufbrauchen und ich habe währenddessen Spaß und die Stifte haben ihren Nutzen. Übrigens als kleine Info, also in diesem Video werde ich halt mit Buntstiften sketchen zu einem bestimmten Thema, was ich nachher oder gleich auch noch erwähne. So ein bisschen erzählen, was mich so bewegt, was für ein Update es für diesen Kanal gibt und ja, so ein bisschen was zum Sketchen mit Buntstift werde ich auch noch erzählen. Hier verwende ich übrigens das Hahnemühle Nostalgie Skizzenbuch in der Größe A5 müsste das sein. Kurzer Exkurs zum Thema Skizzenbücher für Buntstift, weil ich dazu immer wieder Fragen bekomme, welche ich dafür so empfehlen kann. Im Gegensatz zum Hemper-Skizzenbuch, welches ich für das letzte Video genommen habe, für die Afrika-Seite, den Link lasse ich euch oben mal einblenden zum Video. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch das Video gerne im Nachhinein an. Lässt sich dieses Skizzenbuch von Hahnemühle nicht so flach aufschlagen wie das von Hemper. Allerdings finde ich, kann man hier drauf etwas besser schichten und die Stifte haben einen besseren Abrieb. Heißt, die Skizzen wirken gesättigter und man kann auch ein bisschen mehr Kontrast aufbauen als beim Hemper-Skizzenbuch. Also man muss selbst wissen, was jetzt für einen wichtiger ist. Bei beiden Büchern kann man auf jeden Fall auch gut mit Tinte und Bleistift drauf sketchen. Darum mag ich beide Skizzenbücher für diese Techniken. Auch im Etcher Hot Press Skizzenbuch kann man übrigens super mit Buntstiften, Tinte und so wasserlöslichen Markern oder auch Bleistift sketchen. Und dann habe ich noch eins mit Ringbindung, das ist das Strathmore Tone Grey. Das habt ihr auch schon immer mal wieder auf meinem Kanal gesehen, das nutze ich aber hauptsächlich für Buntstiftzeichnungen bzw. Skizzen. Wenn ich eine Reihenfolge aufstellen müsste, wäre das momentan so wie folgt. Auf Platz 1 wäre das Etcher Hot Press, weil es eben die beiden Fähigkeiten von den Hahnemühle Nostalgie und den Hemper so vereint. Also man kann es flach aufschlagen, aber dennoch viel Schichten und auch Kontrast aufbauen. Auf Platz 2 wären dann das Hahnemühle, was ich jetzt benutze, und das Hemper Skizzenbuch. Und auf Platz 3 das Strathmore einmal, weil es sehr dünnes Papier hat, weil es eine Ringbindung hat, was ich nicht so gerne mag. Und man kann, oder ich nutze es hauptsächlich, um mit Buntstiften drauf zu sketchen. Allerdings ist es halt natürlich ganz cool, weil es farbiges Papier hat. Ich habe natürlich noch einige andere Skizzenbücher im Schub, die ich bisher noch nicht ausprobiert habe. Deswegen ist das meine momentane Reihenfolge, wie ich die Skizzenbücher halt empfehlen kann. Natürlich muss das auch jeder selbst für sich wissen, was da für einen selbst passt und muss das gegebenenfalls einfach mal selbst ausprobieren. Die Skizzenbücher kann ich da auf jeden Fall so empfehlen. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein extra Video einfach, welche Skizzenbücher ich für welche Technik benutze. Das beruht natürlich immer alles auf meinen eigenen Erfahrungen, die ich selbst mit den Skizzenbüchern gemacht habe. Und es hängt natürlich auch immer davon ab, was für ein Skizzenbuch man gut findet, wie man oder was man da drin malen möchte, mit welchen Techniken man arbeiten möchte. Und ja, nur mal so als kleine Zwischeninfo. Ihr merkt mal wieder, so viel zu den Skizzenbüchern. Ich könnte gefühlt Stunden darüber reden, weil ich das einfach total toll finde. Nun geht es aber erstmal weiter mit diesem Video. Auf jeden Fall habe ich mir für diese Doppelseite folgendes Thema überlegt. Und zwar zeichne ich nur Tiere oder Dinge, die mit A anfangen. Nun habe ich mir dann erstmal einfach so Tierarten und Sachen aufgeschrieben, die mir dann als erstes eingefallen sind, wenn ich an den Buchstaben A gedacht habe. Manchmal halt wie bei den Lemuren, den ihr später seht, habe ich dann einfach Affe als Oberbegriff genommen. Und wenn ihr also mal nicht wisst, was ihr sketchen sollt, nehmt euch einfach das Alphabet vor und geht dieses Buchstabe für Buchstabe durch. Als ich dann so meine Liste fertiggestellt hatte, habe ich dann ganz fix bei Pixabay ein paar Fotos rausgesucht als Vorlage und dann ging es los.
Als erstes mit einem Alligator. Tatsächlich habe ich hier auch erstmal gegoogelt, wie sich ein Alligator von einem Krokodil unterscheidet, da ich das nicht wusste. Laut meiner Recherche haben Alligatoren einen breiteren Oberkiefer, weshalb man im geschlossenen Zustand des Mauls halt keine Zähne vom Unterkiefer sieht, im Gegensatz zum Krokodil. Also ich hoffe, ich habe hier einen Alligatoren erwischt, es soll einer sein. Ich bin da aber auch irgendwie kein Experte, deswegen, falls es doch ein Krokodil sein sollte, es tut mir leid. Ich habe mir größte Mühe gegeben, dass ich einen Alligatoren sketche. Danach ging es weiter mit einem Ara. Übrigens habe ich, wie bei der Afrika-Seite auch, für jede Skizze wenigstens 3 Stifte verwendet. Einen Mittelton, damit habe ich meistens so vor oder die erste grobe Skizze gemacht. Einen Farbton für den helleren oder die helleren Bereiche und einen Farbton für die Schattenbereiche. Manchmal habe ich die Schattenbereiche auch nochmal mit Hilfe von der Komplementärfarbe abgedunkelt. Beim Alligatoren konntet ihr das besonders beim Auge sehen, wo ich dann nochmal mit Rot über die dunkelgrünen Bereiche gegangen bin und diese somit nochmal ein bisschen abgedunkelt habe. Beim Lemuren könnt ihr das später auch nochmal nachverfolgen, wie das dann so aussieht. So, nun die Sachen, die mich so bewegen. Und zwar, während ihr mir hier so weiter zuschaut oder zuhört und vielleicht gerade selbst kreativ seid, das kurze Update. Und davor möchte ich mich erstmal bei euch bedanken, bei denen, die immer wieder in meine Videos reinschauen, diese liken, kommentieren und mich einfach somit unterstützen, auch wenn ihr zum Beispiel etwas über die Affiliate-Links kauft, die ihr immer in der Beschreibung findet, also zu den Materialien. Dadurch könnt ihr mich auch unterstützen. Also Dankeschön dafür, die das immer wieder tun. Und irgendwie hört sich das an, als wenn das so eine Abschiedsrede wäre. Nein, also so weit ist es nicht. Oder noch nicht. Wer weiß das schon. Ich möchte mich einfach bei euch bedanken, weil mir das halt echt viel bedeutet. Und diese Videos, die machen ja auch echt viel Arbeit. Und daher freut es mich einfach, dass es Leute wie euch gibt, die sich dafür interessieren und diese auch gerne anschauen. Denn ein Video, was halt auch gut gemacht ist, sich nachher aber keiner anschaut, das macht halt auch nicht so viel Sinn. Also danke an euch alle, ihr seid eine tolle, liebe Community und mir macht es natürlich auch sehr viel Spaß, die Videos für euch zu machen, euch bei diesen Entstehungsprozessen mitzunehmen oder auch bei meiner Entwicklung so mitzunehmen. Und natürlich macht bei der, ich sag mal, Produktion das ein oder andere Video mal mehr und mal weniger Spaß. Im Großen und Ganzen überwiegt der Spaß natürlich. Nun kommt ein Update, was nicht wirklich ein Update ist, aber ich möchte das einfach nochmal erwähnen für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben, und zwar Thema Tutorials. Diese werde ich weiterhin ab und an machen und Videos dazu einstellen. Darauf wird aber, wie die letzten Monate auch schon, nicht so mein Hauptaugenmerk liegen. Ich habe einfach keine Freude mehr so daran, immer dasselbe so runterzuleiern, weil das ist für mich dann irgendwann ein Runtergeleier. Und ich habe bereits so viele Tutorials auf meinem Kanal und ich denke, für jeden wird da auch irgendwas dabei sein. Mein Hauptaugenmerk ist es momentan bei diesem Kanal wirklich, im Skizzenbuch zu malen, zu sketchen, euch bei Projekten mitzunehmen, bei kleinen Challenges mitzunehmen. Das sind halt die Sachen, die mir momentan am meisten Spaß machen. Und ich denke, das ist auch ganz interessant und inspirierend für den einen oder anderen von euch da draußen ist. Also egal, ob ihr jetzt dabei kreativ seid oder ob ihr was bei mir lernen wollt, bei mir wird es weiterhin Videos zum Thema Kunst zu sehen geben. Und wenn ihr meine Videos gerne schaut und noch kein Abo dagelassen habt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das nachholen würdet. Vielen Dank dafür. Nun kommen wir zum eigentlichen vorübergehenden Update. Und zwar habe ich es nun so geplant, dass ich im Juli, August und September nur noch alle 2 Wochen ein Video hochladen werde. Kommen wir kurz zum Warum. Und es ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Es ist Sommer, es ist schönes Wetter, meistens zumindest, sodass man natürlich den einen oder anderen Tag doch lieber draußen verbringt, als im Zimmer vorm PC zu sitzen und Videos zu schneiden. Ich denke, ihr könnt das irgendwie verstehen. Ihr seid wahrscheinlich auch lieber draußen dann unterwegs im Sommer. Und ich bin halt ein sehr organisierter Mensch und möchte
das auch durchziehen, was ich mir vornehme und habe auch den Anspruch an mich, das so zu schaffen, wie ich es gesagt habe und mir vorgenommen habe. Und darum regle ich das für mich schon mal so ein bisschen herunter, sodass ich einfach für mich weniger Stress habe und auch guten Gewissens einfach mal länger draußen sitzen kann und auch einfach mal einen Tag nicht an einem Video arbeiten muss, um das fertig zu bekommen. Und ja, natürlich ist dieser Bums hier alles auch, ich sag mal, selbstgemachter Stress, denn ich müsste es natürlich nicht machen. Dennoch macht mir das halt super viel Spaß und missen möchte ich das Ganze halt auch nicht. Also möchte ich für die Sommermonate diesen Weg gehen, um mir den Stress halt auch so ein bisschen zu nehmen. Und ich hoffe, ihr geht diesen mit mir und freut euch dann alle 2 Wochen auf ein neues Video. Und falls es dann doch mal ein Video außer Reihe gibt, weil das irgendwie schnell gemacht war, dann ist das doch auch positiv. Aber versprechen will ich an dieser Stelle wirklich nichts. Wenn es ein Video gibt, ist schön. Wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Übrigens auch bei Insta versuche ich nicht mehr allzu viel abzuhängen, also so viele Stunden. Denn wie oft scrolle ich da einfach so gedankenlos in der App herum, wobei einfach wirklich viel Zeit bei drauf geht, die ich halt super einfach dafür verwenden kann, auch selbst kreativ zu sein. Zum Beispiel im Skizzenbuch. Da werde ich einfach mal mehr ein Auge drauf haben, dass ich das nicht mehr so oft in die Hand nehme. Mal schauen, ob es klappt. Denn ganz missen möchte ich auch das nicht, da ich da schon so viele tolle, inspirierende Leute kennengelernt habe, mit denen ich mich teilweise auch schon in echt, also im Real Life getroffen habe. Es war immer super schön. Zudem ist es einfach ganz schön, die viele Kunst und die Kunstwerke dort zu sehen und ich mag den Austausch dort auch sehr. Immerhin habe ich mittlerweile schon gelernt, mir nicht mehr so einen Stress zu machen, dass ich immer irgendwas Neues posten muss, also neue Kunstwerke, sondern wenn ich nichts Neues habe, reposte ich sonst einfach ein älteres Bild und schon ist das Thema für mich im Kopf abgehakt und wenn ich dann was Neues habe, dann poste ich einfach das dann, wenn ich es halt habe und produziere nicht extra neuen Content, um etwas zu posten. Und auch wenn ich Insta und YouTube und Co. gerne mag, gerne dort bin, diesen Austausch ja sehr gerne mag, stresst es mich manchmal trotzdem etwas. Aber dann eher so etwas, wenn so etwas außer der Reihe ist oder ich mit meinem Plan, was ich mir gedacht habe, nicht hinkomme. Bestes Beispiel ist zum Beispiel, wenn ein Handwerker eine Stunde zu spät oder zu früh kommt, ohne irgendwie Bescheid zu sagen. Da könnte ich echt Krätze manchmal kriegen. Ich weiß, dass die Handwerker da manchmal nichts für können, weil das von der Zentrale dann so weitergegeben wurde. Allerdings ist es halt, ich werde dann so aus diesem Prozess rausgeschmissen, entweder früher oder halt, wenn ich denke, okay, vielleicht kommt er einfach nicht mehr, wer weiß das schon. Ich meine, ich nehme mir ja nicht diesen Tag dann quasi frei, nur weil ein Handwerker kommt, sondern wenn der sagt, ich komme dann und dann, dann hat er doch dann bitte auch dann ungefähr zu erscheinen. Oder halt sich telefonisch zu melden, wann es sonst geht, wenn ich warte ja nicht sehnsüchtig den ganzen Tag darauf, dass endlich dieser Mensch kommt und ich sag mal diesen Zähler da austauscht oder so. So ist es ja nicht. Ich habe auch noch andere Sachen zu tun, die ich an dem Tag erledigen muss. Und ja, das ist halt nicht so das Highlight des Tages, dass ich mich halt so drauf freue, dass da irgendwie jemand herkommt. So, auf jeden Fall ist das auch sowas wie Spontanbesuche. Sorry, aber dafür bin ich auch halt auch echt nicht gemacht. Ich mag sowas einfach nicht, weil, wie erwähnt, vielleicht bin ich halt gerade in diesem Prozess, dass ich ein Voice-Over aufnehme oder gerade ein Video aufnehme oder gerade ein Tutorial filme und das Licht ist gerade gut. Also es passt halt alles gut und dann kannst du dem Besuch halt auch nicht sagen, ciao, ich mache jetzt nicht die Tür auf. Ja, aber das ist halt sowas, wo ich nicht für gemacht bin. Irgendwie, das mag ich irgendwie nicht. Und genauso wenig, dass man irgendwie Donnerstag sagt, dass man das Wochenende irgendwie wegfährt. Abgesehen davon, dass ich halt am liebsten sowieso zu Hause bin, mag ich dieses Spontane. Das ist halt, weiß ich nicht, nicht so meins. Und wer weiß, vielleicht ändert sich das ja irgendwann mal, dass ich dann wieder mega spontan bin. Wer weiß das schon. Und ich meine, das ist genauso wie meine Kunst auch, die sich halt verändert. Also ich merke das halt, wie sich das so entwickelt. Und ich denke auch, ihr merkt das an den Inhalt meiner Videos auch, wie ich mich in den letzten, ich meine mittlerweile 3 Jahre, die ich hier bin,
so entwickelt habe und wie sich meine Sachen so verändert haben, dass ich mittlerweile auch eher da bin, dass ich halt gerne sketche, nicht mehr so viele Tutorials mache, dass ich das dieses nicht ganz perfekte, sketchige, strichige auch mag, also auch bei mir selbst, nicht nur bei anderen hat mir das schon viel früher gefallen, aber bei mir selbst halt irgendwie nicht, dass ich auch neugieriger geworden bin, andere Sachen auszuprobieren, andere Techniken auszuprobieren und freier zu arbeiten. Wie bereits in einem anderen Video erwähnt, mag ich Buntstift halt trotzdem noch sehr, auch allgemein realistische Zeichnungen auch bei anderen. Aber diese bunteren Techniken wie meine Aquarelle, Gouache-Bilder oder auch Acrylbilder mag ich eben auch sehr. Und es ist viel freier, auch was Farben angeht und Hintergründe. Ich kann da mit Pinselstrichen arbeiten, mit Farbspritzern und auch größere Formate malen, ohne halt so ein halbes Jahr an einem Bild zu sitzen. Trotzdem habe ich die Option, auch feinere Linien einzuzeichnen und Details einzubringen. Also kann ich dort super dieses Künstlerische mit dem Realistischen irgendwie verbinden. Und wer weiß, vielleicht geht es ja auch weiter so in die Richtung, dass es so wirklich so ein Mix aus sehr realistisch und so künstlerisch wird. Auf jeden Fall machen mir diese freieren Arbeiten, also ich meine jetzt die bunteren Sachen, Aquarell, Gouache und Acryl und Ölsachen, momentan sehr viel Spaß, weil ich auch wirklich sehr viel Spaß am Prozess und am Malen selbst habe und mir die Ergebnisse auch sehr gut gefallen. Bei dem Hyperrealismus, den ich ja mit Buntstiften verfolge, ist man logischerweise auch ein bisschen eingeschränkter unterwegs, weil es soll ja sehr realistisch aussehen. Und gerade was so Farben und natürlich Fell angeht, trotzdem mag ich es immer noch mit Buntstiften zu zeichnen und auch so realistisch, weil es auch irgendwie so entspannend ist. Auch hier, wer weiß wie lange noch. Vielleicht halte ich auch noch einfach dran fest, weil ich mir denke, ich habe mir das jetzt über diese Jahre, die ich jetzt zeichne, also mittlerweile 13 Jahre, aufgebaut, das Wissen angeeignet. Ich möchte das jetzt nicht einfach so fallen lassen. Oder vielleicht zeichne ich auch nächstes Jahr nur noch mit Buntstiften. Also, who knows? Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Ich weiß nur eins, ich gebe mir einfach die Freiheit, Sachen auszuprobieren und so meinen Weg zu finden. Irgendwo werde ich schon landen und ob es dann endgültig sein wird, wer weiß auch das. Man entwickelt sich ja als Künstler doch irgendwie so ein bisschen weiter, wo ich mir aber relativ sicher bin, dass ich weiterhin oder dass meine Hauptmotive Tiere sein werden. Denn die machen mir nach wie vor am meisten Spaß. Und in diesem Sinne kann ich nur sagen, bleibt auf jeden Fall kreativ und neugierig und probiert immer mal wieder neue Sachen aus. Ja, kommen wir zurück zum Skizzenbuch bzw. zu diesem Video, was ich hier so sketche. Vor einem Jahr mochte ich das Sketchen mit Buntstiften übrigens noch gar nicht so gerne. Mittlerweile, wie anfangs erwähnt, mag ich es tatsächlich sehr. Allgemein das Arbeiten oder Malen, Zeichnen im Skizzenbuch finde ich ja super. Ihr wisst ja, I love it. Also ich mag das wirklich ultra gerne. Und darum freut es mich auch zu sehen, dass die Videos zu Skizzenbüchern auch immer besser bei euch ankommen. Und ihr sie euch auch mittlerweile relativ gerne anschaut. Auch wenn ihr zum Beispiel in den Kommentaren schreibt, dass ich euch dazu inspiriert habe, ein Skizzenbuch zu starten und ihr nun viel Spaß am Sketchen habt, freut mich das total, gerade auch, weil das für mich halt voll der Gamechanger irgendwie war, einfach so Sachen auszuprobieren, mal eben schnell was zu zeichnen, dann eine Seite voll zu haben und am Ende hat man einfach so ein Buch, was man schön durchblättern kann. Vor allem da auch als Ausgleich zu den wirklich realistischen Buntstiftzeichnungen, die Stunden gedauert haben, war das wirklich richtig schön, da seine Kreativität irgendwie mehr ausleben zu können. Ja, und ihr seht jetzt auch an meiner Doppelseite, dass ich natürlich auch noch andere Dinge gezeichnet habe, außer Tiere. Diese dienen allerdings hauptsächlich dazu, um die Lücken zwischen den Tieren zu füllen. Auf jeden Fall war, wie man sieht, irgendwann die Seite voll, nämlich voll bunt und voller Motive. Und ich freue mich, nun eine weitere Seite in diesem Skizzenbuch gefüllt zu haben. Und dieses Skizzenbuch ist mittlerweile auch schon halb voll. Und mal schauen, wo die Reise noch so hingeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Ich freue mich wirklich sehr darüber und denkt gerne dran, wenn ihr mich kostenlos unterstützen wollt, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin kreativ und natürlich neugierig. Bis denne!